Ja, moin und guten Tag zu diesem kleinen und feinen Vorspiel. So, heute Spieltag 6 gegen Osnabrück. Wir werden so gute 30.000, 35.000 Fans erwarten können. Ich würde mal so gute 6.000 aus Osnabrück rechnen. Ist ja nicht weit, ist nur eine Stunde mit dem Auto von hier. Und ja, soweit alles easy, ne? Ja, da gucken wir mal, wie das so aussieht, ne? Nach der Länderspielpause. Es ist ja ganz positiv soweit. Also zumindest kommt es mir so rüber. Und oh. Letztes Spiel war ja vor der Länderspielpause in Fürth. Da haben wir in Fürth sehr schön gewonnen. Das hoffe ich natürlich heute auch. Wobei man sagen muss, Osnabrück ist ein ambitionierter Aufsteiger. Die wollen natürlich was erreichen. Als Aufsteiger wollen die natürlich gleich in der Saison den Klassenerhalt sichern. Ne? Deswegen werden es uns wahrscheinlich nicht einfach machen. Ich würde sagen, lassen wir uns mal überraschen. Nachdem ja gestern schon der zweite Aufsteiger Elversberg gegen den HSV gewonnen hat. Ja, und war das ja schon so eine kleine Überraschung. Ja, dann gucken wir mal. Ich würde mal eher würde sagen, ich wünsche mir einen 3:0 Sieg heute zu Hause. Viele sagen vielleicht 2:0. Ja, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass Osnabrück das ein oder andere Tor macht, weil sie eben gallig und giftig sind und wollen gern mehr rausholen. Und dann müssen wir uns wie gegen Fürth zum Beispiel hinstellen und dann sagen, gut, wir sind auch stark, wir müssen das auch halten. Und das haben wir ja in Fürth dann am Ende auch geschafft. Und so möchten wir das dann auch heute zu Hause bitte sehen. Ja. Was kann man erwarten? Ja, ein abwartendes Spiel könnte ich mir eher nicht vorstellen. Osnabrück weiß, dass wir unsere Defizite haben. Und der Trainer weiß das auch. Mal gucken, wie Leitl sich das überlegt hat heute. Was er sich so ausgedacht hat. Aufstellung gibt es ja nachher erst. Und da bin ich mal überrascht, sagen wir mal, wenn es da irgendwas Kurioses gibt. Wie gesagt, bin jetzt auf dem Weg zum Stadion. Gucken wir mal, wie es dann nachher aussieht. Ne? Ja. Mehr hat man eigentlich dazu nicht zu sagen. Gegen Osnabrück. Ich glaube, irgendwann mal im Pokal oder so hat man mal gegen Osnabrück gespielt. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, mit Osnabrück so auch gar nichts zu tun gehabt bis jetzt. Ich werde definitiv beim Auswärtsspiel in der Rückrunde darüber gehen. Das ist auf jeden Fall dabei. Wo ich auch dabei bin, das ist eine kleine Info jetzt, wird auf St. Pauli sein. Und auf Schalke bin ich auch. Heimspiele wisst ihr ja, ist ja grundsätzlich dabei. Aber gerade Auswärtsspiele werde ich mir die schönsten raussuchen. Und in der Hinrunde habe ich zwei Auswärtsspiele, die sind sehr schön. Einmal die Veltins Arena. Und einmal das Millerntor-Stadion. Schön auf dem Kiez. Und schön ins Ruhrpott. Ja, sobald da die Karten rauskommen, bin ich dabei. Da werde ich auf jeden Fall mit im Block sein. Und dann werdet ihr natürlich einen Auswärtsblock sehen. Ne? Werdet ihr natürlich auch frisch von allen möglichen Ideen machen. Aber mal gucken, wenn es die WLAN-Verbindung oder wenn es die Internetverbindung zulässt, kann man vielleicht ja auch überlegen, mal einen Livestream zu machen. Auf TikTok zum Beispiel mache ich das ja gern mal für Fußballzeiten.
Ne? Gucken wir dann mal. Aber das nur schon mal zur Info. Das ist in der Hinrunde so. Osnabrück in der Rückrunde, wo ich definitiv dahin fahren werde, ist in Berlin nach zur Hertha ins Olympiastadion. Da werde ich ohne weiteres hinfahren, egal wie. Oh, und dann gucken wir mal, was noch in der Rückrunde kommt. Ne? Alles klar, meine Freunde, dann wünsche ich euch jetzt einen angenehmen Tag. Beziehungsweise viel Spaß beim Video. Und wir hören uns in der Halbzeit als auch am Ende des Spiels dann wieder. Ne? Ciao, ciao, bis dahin und tschüss. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Guten Tag zur Halbzeitanalyse. Ja, Halbzeit. Wir führen 2-0 gegen Osnabrück. Spiel war ja so lulala am Anfang. Beide wollten was, beide haben was angeboten. 96 hat die Tore gemacht. Das 1-0 ist eher glücklich gefallen. Hätte keiner mit gerechnet.
Das 2-0 ist dann durch ein ganz komisches Ding wieder gefallen. Also am Ende kann man sagen, zwei glückliche Tore für 96. Osnabrück macht mehr als 96. Wir machen die Tore. Irgendwo ist das ein, ist das irgendwie kontraproduktiv, aber mir ist das scheißegal, was da passiert. Hauptsache 96 gewinnt. Mein Tipp ist noch immer aktiv. Wir sind jetzt bei 2-0. Ich brauche noch eins, dann habe ich meinen Tipp durch. Und ja, ansonsten alles easy, alles peasy. Und das war die Halbzeitanalyse in kurz. Und wir hören uns dann zur Spieltagsanalyse nach dem Spiel. Alles klar, bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.
guten Tag zu dieser Spieltagsanalyse. Ja, Osnabrück bei Hannover. Heute Heimspiel gewesen. Ja. Wir sind Aufsteiger gegen fest eingesessene Zweitligamannschaft. Osnabrück als Aufsteiger, natürlich Wahnsinn, wie die hochgekommen sind, das hatte ich ja schon mal gesagt. Und ambitioniert, will was mitnehmen, hofft natürlich, dass wir ein bisschen Fehler machen und dann hoppi, hoppi, loppi, mal ein paar Punkte mitnehmen. Ja, das ist nicht ganz gelungen. Und wie das nicht gelungen ist, ist ganz einfach. 96 hat irgendwie im Kopf jetzt realisiert, dass sie arbeiten müssen. Aber einer irgendwie heute doch nicht. Ich weiß nicht, was dem heute gemacht hat. Also Junge, kannst du mir mal erklären, was du heute für eine Aufgabe gehabt hast? Die Nummer 20 bei Hannover. Ich frage mich, was der Mensch heute für eine Aufgabe gehabt hat. Auf jeden Fall rumstehen und als nur nach hinten spielen war, glaube ich, nicht die Aufgabe, die er hatte. Also zumindest kann ich mir Stefan Leitl so vorstellen. Und der Rest, ja. Spiel hat begonnen. Und ja, plötzlich hat Osnabrück mehr gespielt als wir. Wir sind ein bisschen schlecht ins Spiel gekommen. Erste Chance hatte Osnabrück schon gleich in den ersten 5 Minuten. Ja, und auf einmal, bumm, war auf einmal 1-0. Es hat erstmal keiner, irgendwie ist das 1-0 gefallen. Ich muss es mir jetzt nachher nochmal angucken, wie das auf einmal gefallen ist, weil keiner hat einen Plan gehabt, was das für ein Spielzug war oder woher das kam. Auf jeden Fall, plötzlich stand es 1-0. Okay, schön. Ja, trotzdem hatte Osnabrück mehr Chancen wie wir. Hat sich mehr durchgekämpft, hat sich mehr erarbeitet, hat die Torchancen gehabt und sich rausgespielt. Nur wir haben die Tore gemacht. Komisch. Auf einmal plötzlich 2-0. Wir dachten, was ist denn hier los? Aber 2-0 geführt hatten wir auch schon mal gegen Hamburg. Oder da hatten wir ja auch schon mal gespielt. Na gut und so weiter und so fort. Also wir kennen das, dass wir so 2-0-Führungen und so auch gern nochmal aus der Hand geben. Haben wir aber zum Glück nicht. Und ja, wie auch immer, muss es so um die 35. Minute gewesen sein. Plötzlich fällt unser Spieler auf dem Spielfeld, wird runtergerissen. Klar, Freistoß und gelbe Karte. Ja, 2 Minuten später meldet sich der VAR. Schiedsrichter geht raus. Wir dachten, warum ist denn der Schiedsrichter draußen? Wir haben erstmal gar nicht mitbekommen, dass sich der Videoassistent gemeldet hat. Und er geht zurück, nimmt die gelbe zurück und gibt glatt rot für Osnabrück. So, Osnabrück dann ab der, ich glaube, 36., 37. Minute dann komplett nur noch zu 10. Aber das ist bei 96 auch ganz gefährlich, weil, was wir ja kennen, Überzahl ist für uns auch nicht immer gerade einfach. Gut, wir haben uns dann gefangen und sind mit dem 2-0 in die Pause gegangen. Das ist ja schön. Den Start habe ich nicht mitbekommen von der zweiten Halbzeit, weil ich dann noch auf 0-0 saß oder stand. Es war so brechend voll in der Halbzeit. Da dauert es immer länger, bis man mal rankommt. Und ich kam wieder in den Block, da war es glaube ich schon die 53. Minute oder so. Ja, und in der 57. Minute, keine 4 Minuten später,
Bau 3-0. 96-3, Osnabrück 0. Da haben wir uns schon gedacht, hä? Was geht denn hier los? Was ist denn hier los? Wo ist Osnabrück? Osnabrück existierte gar nicht mehr. Nach dem 3-0 ist Osnabrück mehr oder weniger komplett auseinandergefallen. Keiner hatte mehr irgendwie Moral. So der Wille war sowieso schon durch die rote Karte weg. Und dann ist die Moral auch noch eingeknickt. Ja, und dann ging es halt mit Osnabrück dahin. Das hat 96 dann clever gemacht. Hat sich gut ausgedacht, gut verschoben, gut auf einmal stand es 4-0. Dann, ich glaube nicht weit später, 5-0. Wir standen da und dachten, hä, sind wir im falschen Film? Träumen wir? Was haben wir denn hier jetzt? Dann um die 70. auf einmal 6-0. Wir dachten, und dann, hä, sind wir jetzt plötzlich FC Bayern München oder was? Was ist denn hier los? Was ist mit dieser Mannschaft auf einmal los? Von Osnabrück keine Spur. Osnabrück hat sich komplett abgemeldet. Die Spieler von Osnabrück haben mehr oder weniger gehofft, dass die Zeit schnell rumgeht, weil da war weder eine Moral noch eine Arbeitswille noch irgendwas. Die waren komplett mental down. Und hinten raus haben sie mir auch ein bisschen leid getan. Ich habe dann in der 85. Minute in der Runde nur gesagt, hoffentlich pfeift der Schiedsrichter zeitnah ab, dass die Osnabrücker endlich nach Hause gehen können. Weil das kann es ja kein antun. Mittlerweile haben wir dann 7-0 geführt. Also das ist dann auch nicht mit einer einfachen, wir haben heute einen Scheißtag abgetan, sondern da ist viel, viel mehr passiert, auch im Kopf. Boah, und das ist schon eine verfluchte Packung. Also das ist eine Demütigung, eine demoralisierende Ergebnis. Das glaubt dir kein Mensch. Also auch die Fans, 6.500 Osnabrücker waren heute mit rübergekommen nach Hannover. Oh, die haben schön 2 Stunden jetzt, schön Frust fahren. Ja, die Heimfahrt, die lohnt sich doch. Zum Glück haben sie nur 2 Stunden. Wäre das jetzt ein Verein irgendwo aus dem Saarland wie Elversberg oder so, wo du jetzt noch 6 Stunden nach Hause kutschieren musst, bis du dann irgendwann mal daheim ankommst mit so einem Ergebnis, na, Dankeschön. Also, das braucht auch kein Mensch. Nee, aber geil, wir sind jetzt Tabellenvierter mit 11 Punkten und haben ein Torverhältnis von +9. Jawoll! 9 Pluspunkte in der Torfdifferenz. Das lohnt sich doch. Und das müssen wir jetzt nächste Woche in Düsseldorf auch zeigen. Düsseldorf, da ist nämlich das nächste Auswärtsspiel am Wochenende. Ja, schön nach Düsseldorf. Zu den Toten Hosen. Ja. Bin ich nicht dabei. Werde ich dann von zu Hause oder wieder aus dem Auto eine Spieltagsanalyse machen. Und ja, damit soll diese Spieltagsanalyse beendet sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat der Tag heute gefallen. Und ja, wie gesagt, nächste Woche in Düsseldorf. Mal sehen, was wir da machen. Und noch was Erfreuliches hinten raus. Scheißhausen aus Peine Ost hat bei Hertha BSC Berlin 3-0 verloren. So macht der Tag Spaß. Die Arschkrampen aus München haben nur unentschieden gespielt gegen Leverkusen. Wie soll das Wochenende noch besser werden? Gut, der HSV hat sich in Elversberg eine Peinlichkeit gegeben, aber passiert. Ne? Kann man ja nicht ändern. Passiert halt mal. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen entspannten Sonntag, ein entspanntes Restwochenende
bleibt sauber, macht euch nicht so viel Stress und wir hören uns nächste Woche. Oder unter der Woche, wenn noch ein paar Videos vielleicht von mir online kommen, wer weiß. Ne? Ich danke euch fürs Zusehen und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.